Do we get to the moon? Just not into it until we get to the moon. Just not into it until we get to the moon. Just not into it until we get to the moon. Just not into it until we get to the moon. Just not into it until we get to the moon. Just not into it until we get to the moon. Just not into it until we get to the moon. Just not into it until we get to the moon. Just not into it until we get to the moon. Liebe Absolventinnen und Absolventen des Jahres 2010 und 2011, ich bin sehr froh, dass Sie alle Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben. Bin aber traurig, dass Sie von uns Abschied nehmen. Ich gehe davon aus, dass dieser Abschied nicht für immer ist. Kommen Sie wieder. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Werden Sie aktive Mitglieder des Alumni-Verbandes der TH Wildau. Auf Wiedersehen. Ich liebe das Studieren, weil es einfach so ein bisschen wieder diesen schulischen Touch hat. Diese Freizeit, so ein bisschen nebenbei ein bisschen arbeiten zu gehen, ein bisschen was zu lernen, neue Leute kennenzulernen. Und also mich begeistert das total. Wildau war relativ wohnortnah, sage ich mal. Und außerdem habe ich mich eh für eine Fachhochschule entschieden, weil ich Fachhochschulen halt schöner finde. Man ist so, die sind praktischer ausgerichtet und die sind einfach angenehmer so zum Lernen als jetzt so eine große Universität. Der schöne Vorteil an Wildau ist ja auch, dass man sehr, sehr kleine Studiengruppen hat. Nicht so wie in Berlin, das ist dann auch noch ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. In Berlin geht man halt anonym unter in der großen Masse. Hier hat man kleine Seminargruppen, die zwischen 30 und 50 Personen maximal sind. Dadurch hat man noch einen engeren Bezug zu Professoren und Lehrkräften. Also ich glaube, dass die Absolventen mit dem Abschluss, den sie hier gemacht haben, einen ausgezeichneten Start haben für ihr berufliches Leben. Da muss man sich drum bemühen, das fällt einem nicht alles in den Schoß, aber die Grundvoraussetzungen, um erfolgreich im Beruf arbeiten zu können, die sind hier gelegt worden.
Ja, liebe Absolventinnen und Absolventen, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Abschluss und alles Gute wünsche ich Ihnen für das, was Sie daraus machen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Berufsleben genauso erfolgreich sind, wie Sie jetzt hier an der Hochschule waren und dass Sie viel von dem mitnehmen, was wir Ihnen auf den Weg gegeben haben, dass Sie der Gesellschaft nützen, dass Sie Ihre Persönlichkeit weiterbilden und dass Sie auch nie aufhören zu lernen. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft im Besonderen natürlich erstmal eine spannende Arbeit. Ich wünsche Ihnen ein gutes Team, natürlich auch gutes Geld, das wünscht man sich immer. Und persönlich wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg. Liebe Absolventen, einfach toll, ihr habt es geschafft. Ihr seid stolz, eure Eltern sind stolz und ihr seid auch noch freudig, dass ihr nun keine Klausuren mehr schreiben müsst. Ich wünsche euch viel Erfolg, bleibt uns treu in Gedanken und auch mal vielleicht durch manche Besuche. Und ich wünsche euch, dass eure Träume in Erfüllung gehen und, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, ich sage einfach das, was mein Doktorvater mir sagte, als ich dann mal endlich fertig war, nach 8,5 Jahren Studium und Promotion. Macht Wildau keine Schande. Ansonsten viel Erfolg. Tschüss.